Uns dem Grün hier, Bill. Reden wir also über Chippen. Okay. Now, I think the thing. Was ist eigentlich ein Chip? Viele Spieler mystifizieren den Chip. Ich sehe nur einen Unterschied zwischen Chip und Pitch. Ein Chip fliegt weniger und rollt mehr, und ein Pitch wird meistens hochgespielt. Nach dieser Definition des Chip, der immer in der Nähe des Grüns gespielt wird, sollten Sie jetzt drei Chips auf diese drei Flaggen machen. Eine bei 25 Fuß, eine bei 70 und eine bei 100 Fuß. Sie haben die Auswahl und wir werden sehen, wie Sie es machen. Soll ich für den ersten einen Wedge nehmen? Das müssen Sie selbst wissen. Ich sag nichts. Ich halte so lange den Schläger. Ganz gut. Jetzt gehen wir zum nächsten. Also Bill, ich meinte eigentlich die zweite Flagge. Das habe ich versucht. Oh, tut mir leid. Jetzt die dritte. 100 Fuß. Ich nehme ein Eisen 8, dann rollt der Ball länger. Versuchen Sie beim nächsten ein flacheres Divot, Bill. Okay. Nicht ganz, aber die Idee war schon richtig. Beim Chippen braucht man viel Flexibilität und Individualität. Es mag kleine Unterschiede in der Technik der Spieler geben, aber man muss einen Weg finden, den Ball in die Nähe des Loches zu bringen. Allgemein wollen wir den Chip möglichst lange rollen lassen. So könnte man es sagen. Wir loften ihn nur, wenn es sein muss. Rollen ist einfacher als in die Luft werfen. Ich zeige Ihnen, wie man vier verschiedene Schläge auf ein Loch spielen kann.